Hallo und herzlich willkommen zum Finale von unserer PlayStation-Reihe zu Asuras Wrath. Ja, Part 7. Ja, es geht zu Ende. Schlüssel zum Sieg. Die Chakra-Wartin hat einmal ordentlich aufgebrezelt. Ich hatte auch wahnsinnige Probleme, aber hey, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja, und dann einmal mit der Episode 18, da hätte ich einmal die wahre Episode einmal zeigen können. Da hat uns ein bisschen Zeit gekostet mit den Endcredits. Aber, hey, jetzt geht es tatsächlich ins richtige Finale. Und naja, werden sie das schaffen? Also nochmal einen Tick drüber zu gehen. Asura wurde nämlich von Mifra einmal zurückgeschickt. Mifra! Sore demo nao. Mai ni sumu ka. Yasha yo. Hai. Ishi daki chikara nado. 無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義をなすための力となるのだ。はい。強固なる意志か。 残された時間は少ないか。やはり貴様しかいない。この俺を嗅ぎつけてきたのか。 Thank you.
einfach Explosion. Beziehungsweise Key-Explosion. Mehr gezeigt wird, was für Stufen die haben, weil das mittlerweile ins Absurdum geführt ist. Asuras Wrath. Yeah.
Shit. Ah. Bisschen, es ist nicht so ganz, wie sagen wir, sauber programmiert. Es ist viel besser, wenn ich mich nicht um die Kleinen kümmere. Up. Oh, zerteilt. Nice. Wie so eine Ananas. だが迷いなく生きる貴様。おい。あの王がすら認めていた。だが貴様の体は己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。どうして。ならば、なすべきことはただ一つ。
受け入れろ。7兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢。ああ。八極炉だ。 Lustig, dass sie immer noch was reinbringen. Was immer noch abgeht. Einfach mal Power ab. Naja, für irgendwas war die Sammlung doch nicht schlecht. Okay. Leute. Naja, sagen wir mal eine nicht so spannende Episode, sozusagen. Man kann sagen, ja, das letzte Mal nochmal mit Yasha spielen, denn er will besiegt werden. Meine Erinnerungen wirken so unwirklich, fast so, als wäre sie nur ein Traum. Ich werde niemals zu dem Leben zurückkehren, das ich einst führte. Achso, hast du gerade das Gemüse gegessen, das Mieter nicht auf, angerührt hat? Du bist so nachsichtig mit ihr. So werden wir sie nie dazu bringen, Gemüse zu essen. Asura und Yasha. Wasser und Feuer. Feuer und Kohle. Die beiden Ah ja, das sehen wir doch gleich. Entschuldigung. Oh.貴様がのんきに寝ている間に世界はこのざまだ。奴の言う世界の終焉とやらが始まるのも間もなくだろう。<笑>
もはや打つ手はない。奴の力は想像を絶する。ならば、道は一つだ。どういう意味だ？はっきりさせておこう。だから何を？どちらが強いかだ。Er möchte ihn testen. Das konnte ich ja auch nicht schaffen, wenn dazwischen so ein schlechter Cut ist. Ja, wie gesagt, diese technische Übersetzung, ja. Noch ein letztes Mal Vergangenheit. こそはっきりさせてやる。ほう、何を。さあ、そう。どちらが強いかだ。
で俺を倒そうと思っているわけではあるまいな。Boah, Gott sei Dank noch geschafft, ey, diese Steuerung. Tja, haben sie sich einfach mal einen Luftkampf geliefert? Da liegen die erstmal. Mosu, umare so da na. Hm. Omae ni ni na kereba yoi ga. Yokei na osewa da. Umare te kuru ko ni fusawashii sekai ni seneba na. Imoto tanomu. Ah. Naja. Also was, Raph. Also was, Raph. を救うなど、そんな大行なことが貴様にできるものか。貴様は壊すことしかできぬバカ者だ。だったら壊すだけだ。このふざけた世界をな。貴様の顔を見るのはもううんざりだ。そろそろ幕引きとしようではないか。
Das wird schwer. Ah, der zieht mir ganz schön viel ab, der Arm. Ah, daran kann ich mich erinnern, dass das schwer war. Also die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Ah, das sind so die schwersten Fights. Yasha. Jetzt gehe ich das irgendwie falsch an. Er macht immer irgendwas in der Luft, ey. Und das war diesmal weniger als die Hälfte. Ah, ich muss immer so vorangehen. Oh Mann, diese Reichweite, ey. Ja, jetzt verkacke ich. Meine Güte, ey. Ja klar, ich verkack gleich nochmal. Wow.
Ich komm nicht weg! Ey, scheiße! Boah! Das kann nicht angehen. Da kommt man echt schwer weg. Der iFrames hat er. Nee, kannst du es auch vergessen. Nee, jetzt gehe ich das irgendwie komplett an. Könnte viel besser laufen. Knapp über die Hälfte. Ja, oh Mann, ey. Komm schon, das schaffen wir, ey. Mann, muss er immer diese dumme Attacke machen dann, wenn er iFrames hat? Es ist so blöd. Oh. Oh. Verschlimmbesserung. Ja, schon Energie verloren. Wenn du ihn einfach gar nicht triffst dann, ne? Oh Mann, ey. Das müsste viel besser laufen, aber... Ja, sorry. Komm nicht an. Kommt absolut nicht an. Ah!
Na, ah, wieder so wenig. Komm schon. Ah, er macht doch immer diese Attacke. Warum bewege ich mich? Ja, hier ist das meiste Game Over auch passiert damals. Tatsächlich. Gerade bei Yasha. Oh, das hätte ich nicht machen müssen. Okay, besser. Besser. Viel besser. Viel besser. Ja, mach noch mal. Wie mir das einfach klickt, ne? Und der macht das jetzt delayed. Was für eine Scheiße. Mann, ey! Ich fass es nicht! Ah, das... Mann, das ist ja eine blöde Stelle. Da denkst du mal, du hast ihn. Immer noch nicht! Ach komm! Das ist euer nicht, nur ernst. Oh. Boah! Da hat er aber nochmal Glück gehabt. Der denkt sich jetzt einmal. Ja, toll. Er weicht aus und macht die Scheiße. Ach komm. Das ist ein Witz. Wow. お前は、お前は、貴様も変わらねえ。
Das kommt jetzt erst? Boah. Versuch nur mal 10.000. Echt. Aber war auch der schwerste Kampf. Das ist tatsächlich der schwerste Kampf. Total. Meine Güte, der war aber nervig. Der zieht mir auch so viel ab, ey. Damit auch sogar gespielt wird, finde ich gut. Das war's mit Yasha. Ike. Misra-sama wo ubai kaesu. Soshite kami wo. Kowashite koi.
Baka-Jaroga. Yeah. Tja, seinen einzigen Freund. Ja, sorry, aber der Kampf, das war der allerschwerste. Ah, erstmal da die Dinge checken, ey. Boah, das ist ja gar nicht. Ja. Da war ich schon mal besser. Mehr als 4000, ja. Von heute an werde ich Jascha unter meine Fittiche nehmen. Soll er noch studer werden, als er bereits ist? Ich hätte ihn gar nicht erst in deine Obhut geben sollen. Ha, mein Schüler gegen euren Schüler. Vielleicht können wir nach ihrer Ausbildung gegeneinander antreten lassen. Ich bezweifle, dass du ihn gut ausbilden wirst, aber warum nicht? Aber Kommandant, ich glaube kaum, dass ein hitzköpfiger Grobian wie er jemals ein würdiger Gegner sein wird. Wie war das? Lass uns nicht vorschnell urteilen, die Zeit wird es zeigen. Bruder, wo bist du? Bruder, hier drüben, Durga. Da bist du ja. Oh, und Astra ist auch hier. Ihr beiden kommt wirklich gut miteinander aus, nicht wahr? Nein, tun wir nicht. Seht ihr, wie ich meine? So, meine Damen und Herren, ich muss kurz Pause machen, aber ihr werdet es kaum merken, deswegen sind wir gleich da. So, meine Damen und Herren, denn weiter geht's. Puh, meine Güte. この子ったら、あなたが出かけようとすると泣き出すのですよ。 こいつが泣き出すと、どうしていいかわからん。俺にできるのは、こいつを泣かせる野郎をぶん殴ることぐらいだ。 あなたらしい優しさですね。ねえ、ミスラ。この子をあやすのは私の仕事。この子の生きる世界を作るのがあなたの仕事。あなたの思うことをなしてください。そんな力にあふれたあなたを見ていたいのです。だから。 わかった。もう喋るな。
Yep. Ittekuru. Ah, er ist jetzt bereit. Bereit für alles. Wie hat er das gemacht? Scheißegal. Das sieht cool aus. Ich sag nur noch mal fies, dass das als DLC rauskam. Als bezahlbares DLC und nicht so, ja, hier. Jetzt auch mal groß sein, beziehungsweise titanisch groß. Oder der Zerstörer. Also noch mal gucken. Tja, ein letztes Aufbäumen. Ist klar, Leute. Ich
Ich weiß nicht, ob das schwer war. Also, ob das nervig war. Kommt aber viel Scheiß auf mich zu. Einfach ganz einfach so ein Planeten in die Fresse. Einfach Mond. Verdammt! Ja. Das war ein bisschen schwierig. Ja, das ist. Ah, aber ich habe ein gutes Checkpoint. Okay. Ja, ihr wisst selbst, das ist. Das ist, die wussten schon selbst, ja, das ist dieser Scheiß. Jetzt kommt neuer Shit. Oh, jetzt kommt ja alles.
Ah, geschafft. In den Schädel rein. Also was? Wrath. Also was? Wrath. Geschehen am Horizont. Ja. Jetzt kommt ein ziemlich guter inszenierter finaler Kampf. Aber ich weiß nicht mehr, ob der gut spielbar war. Abgelehnt. Sinnio, bitte hakaiste yaru. Otō-sama. Ah, nee, wieder so ein Schild. Thank you.
Ja, die Übergänge sind irgendwie nicht sauber, aber keine Ahnung warum. Das war nicht schlecht. Noch besser.
Das ging schnell. Yo, jetzt kommt er. Wieder.
Ja? Der ist. Einfach in die Fresse. Und der verkackt jetzt die Eingabe. Thank you.
Dabel. Ja, das stimmt. Das will er nicht. Wohl an seiner Natur. So. Hier ist jetzt der Song zum zweiten. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren. Das Ende eines der gewaltigsten Actionspiele aller Zeiten ist in Gange. Tja, CyberConnect hat nie wieder sowas gemacht. Meine Damen und Herren, das wäre es tatsächlich jetzt mit der PlayStation Tour. Also was rough. Tja, ich schätze dieses Spiel sehr hoch, da es inszenatorisch einiges hermacht und es bisher kein einziges Spiel gab, das so war wie das. Das dreht einfach mal richtig frei. Hat auch ein schönes Ende. Ich finde es einfach, ja, okay. Die Entscheidung, warum das DLC war, bezahlbar, ja. Naja, ich weiß nicht mehr, wie viel das gekostet hat. War das 15er? Ich glaube, ein 15er für die restlichen Kapitel. Aber da gab es irgendeinen Grund. Entweder die haben es nicht rechtzeitig geschafft oder es passte nicht mehr auf die Disc. So oder irgendwie. Ne, man muss ja bedenken, das ist ja ein Xbox 360 PS3 Spiel, also siebte Generation. Ja, das ist schon so ein kleines Juwel, kann man sagen. So, ja, ich möchte einfach nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr meine Continues ertragen habt. Vor allem der Kampf gegen Yasha, der war, ja, das ist der schwerste von allen. Ja, was soll man machen, ne? Einfach kann jeder. Und ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, tatsächlich, glaube ich. Nee! Bullshit. Ich habe es mehrmals durchgespielt. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte oder sechste Mal, weil wegen den Balken. Ich hätte jetzt normalerweise mit dem Blinden machen müssen, um noch zusätzlich ein Dingens hier, den letzten Balken freizuspielen. Ich weiß nicht, was der kann. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, da müsste ich schon fast nichts machen. Ich glaube, das Spiel spielt sich dann von selbst. Aber das war mein letzter Balken. Letztens sonst gespielt. Ich glaube, da gibt es noch einen Balken mit weniger Leben und so. Also das hat, da habe ich richtig sehr oft durchgespielt. Aber längst nicht alles. Und auf schwer, ja, da gibt es einfach ein bisschen zu viel, ja. Ein bisschen zu viel Bullshit. Tja, und CyberConnect, ja, was machen die heute? Da müsste man nachgucken, nach den Naruto-Spielen. Also nach den Naruto Ultimate Ninja Storm Spielen. Da müsste man echt gucken, was sie jetzt zur Zeit machen.
Weil ich glaube, die sind immer noch bei Bandai. Schade, dass die bei Capcom nicht tatsächlich ja, weiterhin solche schönen Spiele gemacht haben. Asura, das ist ein Charakter, der bleibt schon im Design, also den hat man schon mal gesehen. Der hat ja auch in Street Fighter 5 war der für Kage ein Skin, also ein Kostüm, ein Outfit. Was ziemlich cool war, dass Capcom nicht vergessen hat, dass es auch ein Asuras war, Wrath gab. Aber sie haben leider vergessen, dass es ein anderes PS3-Spiel noch gab, was sie auch in der Zeit rausgebracht haben. Ich glaube, das war doch 2013. Das möchte ich aber dann hier vorstellen. Und ja, wir haben noch einiges hier in der Pipeline, also keine Sorge. Da werde ich mir noch was überlegen. Aber ob jetzt nach Asuras Wrath gleich noch was kommen würde, das weiß ich nicht. Das müsste ich entscheiden innerhalb der Wochen, die was jetzt kommt. Wenn nichts kommt, ihr kennt vielleicht manche, die mich verfolgen, wissen, dass Juli sozusagen der letzte Monat ist, bevor ich in die Sommerpause gehe und dann bis ich Mitte August wiederkomme. Mit ordentlich Content und ja, Gedanken gemacht, was ich den Rest des Jahres mache. Weil im Sommer guckt halt einfach keiner oder beziehungsweise weniger Leute Videos. Alle sind draußen oder beziehungsweise fahren weg. Und da wird meistens die Zeit, also ich nutze die Zeit, um meine Videospiele auch zu spielen. Ich habe noch ein paar auf der Liste hier, aber ja, läuft gut voran. Ansonsten, ich wollte unbedingt Asuras Wrath schon länger machen. Das lag hier jetzt ein halbes Jahr, einfach mal so rum. Und da habe ich jetzt mal endlich geschafft, wieder ein Singleplayer-Projekt zu machen. Und ziemlich gut hinbekommen. Zur Zeitpunkt der Aufnahme, falls das jetzt noch jemand sieht, vielen Dank. Eigentlich hätte ich vor, Lydia zu covern, aber Lydia ist noch nicht da. Und das heißt, dann müsste ich jetzt vorproduzieren. Ach ja. Das Ende. Ende. Ah, da erzählt sie die Story. Mein Papa war der wütendste Mann überhaupt. Ja, es war eine Erzählung von Mithra. Was wir gespielt haben. Crazy Girl, was diese Jalla ausgedacht hat. Jetzt kommt nochmal Bonus-Stuff. 870 Millionen Jahren später. Hier einmal nochmal eine Reminiszenz an das Street Fighter 2 Intro. Da verhaut der Wisen. Vater. Yeah! Voluminöser Mann. Was zur Hölle? Bist du wahnsinnig? Dieser Kerl muss lernen, sich mit gleich starken anzulegen. Nein!
Sie ist so klein, dass ich sie nicht gesehen habe. Ich habe sie versehentlich geschubst. Das war ein Unfall. Wow, Papa, du bist cool. Na super, jetzt denkt sie, dass Kämpfen cool ist. Tut mir leid. Ah, Charlie ist ja tatsächlich nicht da. Entschuldigung, Sie können hier nicht so durchrasen. Das ist eine Fußgängerzone. Ich bin doch gar nicht schnell. Ich habe keine Zeit für idiotische Sicherheitsleute. Gehen Sie mir aus dem Weg, das Carlo. Ja. Wie bitte? Ich versuche doch nur hier für Sicherheit zu sorgen. Und was Sie da machen, ist alles andere als sicher. Aber sicher doch, ich bin da mal weg. Ach, warten Sie, auf der Straße ist das noch gefährlich. Ah ja. Ja, Sergei ist der Kampf, der populäre Typ. So geht das. Ah, yeah. Ihr könnt euch alle glücklich schätzen, mich hier tanzen zu sehen. Seid dankbar, dass ihr in diese Generation geboren wurdet. Ich mache nur Spaß. Vielen Dank, Leute, danke. Ich liebe euch alle. Die Welt ist wunderschön. Ah. Ich kann finden. Japanisches Essen. Wow. Cooler Kimono. Kann ich ein Foto von Ihnen haben? Er spricht so schnell. Ich kann kein verdammtes Wort verstehen. Wo zur Hölle finde ich nur ein japanisches Restaurant? Ich verhungere. Chef, wir haben nicht viel Zeit, bevor das Meeting beginnt. Da drüben steht ein alter Mann und hat Probleme, über die Straße zu kommen. Ich kann da nicht tatlos zusehen. Aber Chef, wir werden zu spät ins Meeting kommen. Genug, ich werde mich nicht wiederholen. Schau, Onkel ist hier. Ach, Yasha ist selbst im nächsten Video. Ihr wart alle zu spät, deshalb dachte ich, dass ihr euch vielleicht verlaufen habt. Wie immer machst du dir zu viele Sorgen. Immer siehst du aus, als hättest du dich gerade geprügelt. Ah! Ist das ein Meteor? Ein großer. Bringt euch in Sicherheit. Er kommt sehr schnell herunter. Yeah. Zurück! Oh. Fortsetzung folgt. Am Arsch! Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit Asuras Wrath. Wir können ja nochmal in die Access gucken, was ich da freigespielt habe. Ich habe tatsächlich eine Trophäe erhalten. Wir sehen sie 300 Gegner mit einem Spezialangriff. Ach so. Das habe ich sogar nicht geschafft, okay? Ja, mir fehlt halt noch eine Anzeige. Beenden Sie alle Episoden auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad mit der Anzeige Sterblicher aktiviert. Ja. Also einfach erstmal alle 18. Ja. Fertig machen, damit man das auch freischaltet. Das ist die Standardanzeige, der erlittene Schaden wird verringert. Der Zügellos-Modus-Anzeige wird schneller aufgefüllt. Die Erholung bei einer Überhitzung wird beschleunigt. Die Dauer des Zügellos-Modus wird verlängert. Keine der Anzeigen wird im Spiel dargestellt. Blinder Meister. Und dann habe ich das hier freigespielt. Damit habe ich. Weiß nicht, ob ich damit gespielt habe. Die Länge der Lebensenergieanzeige wird reduziert. Ja. Weniger Leben. Ja. Und dann kann man noch das letzte freispielen. Ich bin mal gespannt, was das wäre. Übergänge. Welche Übergänge im Spiel angezeigt werden sollen, die ausgewählten Übergänge. So. Naja, okay, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich vielmals nochmal fürs Zuschauen. Ja, wenn euch diese Playstage-Reihe gefallen hat,
hinterlasst doch einen Daumen da und kommentiert fleißig, wenn ihr anderes, wenn ihr andere Playstage-Reihen sehen wollt. Ich habe noch unter anderem ein Indie-Game durchgespielt. Das war Sayonara Wild Hearts. Das dauert nicht lang. Da bitte ich auch gerne einmal reinzuschauen. Falls ihr Interesse habt an etwas artifiziellen Spielen, dann habe ich natürlich die Devil May Cry-Reihe durchgespielt, ausgenommen von DMC, von Ninja Fury. Die Resident Evil Remake-Reihe habe ich zumindest bis Teil 4 durchgespielt. Mal gucken, ob da Näheres folgt. Die Parasite Eve-Spiele, die ersten beiden, habe ich durchgespielt. Ich überlege, ob ich da noch die PSP, den PSP-Titel irgendwann mal durchzocke. Naja. Und ansonsten wird noch weiteres folgen. Ein anderer Capcom-Titel, den ich unbedingt euch noch zeigen wollte. Wir können es ja hier nochmal machen. Obwohl. Aber das zu einer anderen Zeit. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ja. Wenn ihr mehr Playstage-Zeug wollt, dann gerne bitte am Ende hier die eine von den Playlisten hier schauen. Und wenn ihr nochmal Azuras Waff komplett verpasst habt, dann haut natürlich gerne in die Playlist rein und guckt euch das komplett an. Ja, und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich würde sagen, ich bin DK, das Game Stage 5. Und ja, wenn euch nicht nur mein Playstage-Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Es wird jetzt aktuell zur Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Ankündigungsvideo kommen, ob ich noch was mache oder nicht, oder dann in die Sommerpause gehe. Ich überlege mir das noch. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß noch mit den anderen Playstation-Zeug oder meinem anderen Stuff. Und ja, ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns wieder, ja, bei einem anderen Playstation-Format oder in einem anderen Video, was ich raushauen werde. Daher, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und ja, falls, wie gesagt, wann ihr auch immer ihr das guckt, dann sage ich nur noch guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Bye-bye.